Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf eurem Busfahrschule OE-Kanal. Wie ihr schon gemerkt habt, habe ich ja so eine Serie mit den Abfahrtskontrollkarten und heute sind die letzten zwei Karten dran, 9 und 10, die wir gemeinsam uns mal anschauen. Natürlich, wenn ihr wollt, nach dem Intro. So, dann fangen wir auch schon direkt an mit der Karte 9. Frage 1, Benennen der Symbole auf dem EG-Kontrollgerät. Das müsstet ihr mittlerweile schon drin haben, aber wir schauen uns das mal gemeinsam nochmal an. Und zwar sieht es so aus, das Zeichen hier mit dem Lenkrad drin, das sind die Lenkzeiten mit dem Hammer, alle anderen Arbeiten, die man außerhalb des Lenkens tut. Bereitschaftszeiten, das sind Wartezeiten, Zeit als Beifahrer auch während der Fahrt in der Schlafkabine, ja. Und Fahrtunterbrechung, Ruhepause. Das hier sieht aus wie ein Bett, das kann man sich eigentlich gut merken. Das war für den digitalen und das gleiche gibt es dann hier auch nochmal, diese ganzen Symbole hier, ja. Das, was wir hier oben gesehen haben. Und auf dem digital natürlich hier mit der 1 kann man das immer wegschalten, wenn man drauf drückt. Immer drauf drücken, dann kommen die einzelnen Symbole. Jetzt wisst ihr ja auch, wie die Symbole alle heißen. So, Frage 2, Sichtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse. Da hatten wir uns das schon mal angeschaut. Mal gucken, was unser schlaues Büchlein sagt. Natürlich sieht das mit dem LKW ganz anders aus. Da kann man die ganzen Gestänge hier und so alles richtig sehen. Bei dem Bus ist das ein bisschen komplizierter. Ich kann aber mal Lenkrad mal ganz einschlagen. Mal gucken, ob wir das auch sehen können. Aber ansonsten hier die Überprüfung erfolgt exemplarisch an einem Rad. Eine Sichtprüfung ist zum Beispiel nicht möglich bei Fahrzeugen mit hydraulischen Bremsen, Spreizkeilbremsen und Scheibenbremsen. Ja, aber da wir ja Luft haben, müssten wir das eigentlich sehen können. Aber dafür können wir uns nicht unter dem Bus legen. Beim LKW sieht es da ganz anders aus. Aber wir gucken uns das jetzt mal trotzdem nochmal am Bus an, ob man das sehen kann. Wie gesagt, beim LKW wäre das ganz anders. Hier habe ich mal versucht, aber hier könnt ihr mal die einzelnen Komponenten hier sehen. Dann ist die Membrane, wenn Luft hier durch diesen Schlauch da drauf geht, dann wird gebremst. Aber wie gesagt, ganz schlecht hier beim Bus was zu sehen. So, dann die Frage 3, Ölstand der Servolenkung prüfen. Das können wir mal gucken, ob wir das finden. So, jetzt sind wir hier hinten an dem Citaro wieder dran. Hier ist zum Beispiel automatische Motorölnachfüllung. Ja, da füllt er sich selber ein, wenn zu wenig wird. Aber das hier müsste die Servoöl sein. Wie ihr sehen könnt, bei Maximum, Minimum ist alles noch ausreichend. Denke ich mal, ist alles okay, wenn ich mich nicht vertue. So, dann geht's weiter mit Schluss- und Umrissleuchten, hinten Funktion prüfen, das ist einfach. Fünftens, Überprüfung der Scheibenwaschanlage und die Einstellung der Spritzdüsen. Ja, einfach mal betätigen, will ich jetzt auch nicht machen, damit wir nicht hier alles verschmieren. Spritzdüsen, müsst ihr mal gucken, wie die eingestellt sind. Ja, auch mal von außen und so gucken, dass die Blätter und so hier so alles so in Ordnung sind. Ja, steht sogar links, rechts drauf. Die Spritzdüsen könnt ihr hier verfolgen. Hier Kabel, das geht hier rum. Hier zwischen irgendwo müssten dann die Düsen sein. Wenn die einmal eingestellt sind, dann bleiben die auch gut eingestellt. Dann bei 6 haben wir noch Zustand der Scheiben und Spiegel auf Sauberkeit und Beschädigung. Einfach mal die Spiegel beobachten. Ja, von außen, von innen, dass da alles in Ordnung ist, das ist auch leicht. Und jetzt aber die 7,
Kontrolle einer Sicherung bzw. Handhabung des Sicherungsautomaten. So, jetzt müsstet ihr natürlich wissen, wo ist der Sicherungskasten? Da wir hier in dem Mercedes sind, habe ich auf die Schnelle nur diesen Sicherungskasten, der sich hier befindet, auch wieder mit dem Vierkant hier öffnen. Ja, da habe ich gesehen ein paar Sicherungen. Wenn ihr natürlich den wenn ihr natürlich dann den Fahrschulwagen habt, dann wisst ihr ganz genau, hat euch der Fahrlehrer alles erzählt. Hier sind die einzelnen so Sicherungen, wie beim Auto, nur dass das eben halt hier 24 Volt ist. Will ich jetzt auch nicht rausholen. So, dann kommen wir zu Karte 10. Die erste Frage, überprüfen eines Schaublattes bzw. eines Ausdruckes des EG-Kontrollgerätes. Wie viele Kilometer wurden gefahren? Wie lange war die Fahrtunterbrechung? Nach wie vielen Stunden wurde die erste Pause eingelegt? Und welche Höchstgeschwindigkeit wurde gefahren bzw. wurde beim digitalen Kontrollgerät Geschwindigkeitsüberschreitung dokumentiert? Das gucken wir gleich mal uns mal näher an. So, als erstes haben wir hier so ein analoges, sag ich mal. Und zwar kann man hier zum Beispiel gefahrene Kilometer, das ist A. Ja, die kann man hier auch die Zacken hier sich merken. Dann Länge der Fahrtunterbrechung, das ist B. Ja, dieses Zeichen hier, das dazwischen. Und gefahrene erste Pause nach. Und gefahrene Höchstgeschwindigkeiten. Ne, zum Beispiel hier 80, das war höchstens Höchstgeschwindigkeit. So, und auf der anderen Seite haben wir nochmal so ein digitales Kontrollgerät. Sie zeigt anhand eines Ausdrucks, das ist der Ausdruck. Hier die ganzen Symbole sind auch wieder gleich. Ja, zum Beispiel C. Kann man hier gucken. Dauer der Lenkzeit von der Pause, wie viele Stunden. B. Dauer der Fahrtunterbrechung. Dann haben wir hier A, wie viel Kilometer gefahren. So, und dann dokumentierte Geschwindigkeitsübertretung bei D, eine. Ja, um 2 km/h, so wie es aussieht, hat er wohl, der wird aber nach 24 Stunden, glaube ich, gelöscht. So, es geht weiter dann mit Frage 2. Prüfe, ob Pedalwege frei sind. Ich bin immer noch mit dem Citaro hier unterwegs. Pedalwege sind frei. Sichtprüfung der Federung. Okay, wie soll man jetzt dann die Federung, Federbälge und sowas kontrollieren? Mal gucken, was da das Büchlein sagt. So, wie ich mir das schon gedacht habe, natürlich beim LKW sieht man das direkt hier, die ganzen Federn. Blattfederung nennt sich das hier, Achsen hinten, Achsen vorne. Aber hier beim Bus zum Beispiel, sie prüfen die Luftbälge auf Beschädigungen und Dichtheit, zum Beispiel Scheuer und Schnittstellen, Alterung und Gummis und so. Die kann man dann hier auch natürlich prüfen. Wie gesagt, die Fragen, die wiederholen sich. Hier haben wir zum Beispiel bei der 4 Kontrolllampe benennen oder Kontrollsystem aktivieren und an 2 Beispielen erläutern. Eben Zündung anmachen. Und wenn dann Öl-Kontrolllampe an ist, den benennen oder Fernlicht in Blau, das benennen. Oder wenn eine Motorstörungslampe benennt, eben halt wissen, was das auf sich hat. So, dann bei 5, Überprüfung der Zustandanzeige für die Luftfilteranlage. Okay, da können wir auch mal in unserem Buch mal nachgucken. Das ist ein bisschen mehr mit Technik verbunden, auch natürlich für LKWs eher gedacht, aber hier zum Beispiel, Dieselmotoren benötigen große Luftmengen zur Verbrennung des Kraftstoffes, auch die Druckluftbremsanlage benötigt Luft, die Luftfilteranlage reinigt die Umgebungsluft. Ein verstopfter Luftfilter vermindert die Leistung des Motors und des Luftpressers, so gehen sie vor. Sie zeigen den Zustandanzeige für die Luftfilteranlage, zum Beispiel Wartungsanzeige, Röhrchen, Display. Ja, oder hier sowas hier, sie überprüfen, soweit möglich, gemäß Betriebsanleitung, den Grad der Verschmutzung. Habe ich zwar noch nie gesehen, aber wie gesagt, wenn das an eurem
Fahrschulwagen ist dann eben halt alles erklären. So viel in kurzem dazu. So, dann bei 5 Überprüfung der Zustandanzeige. Ach, das haben wir schon gehabt, Leute. 6 Unterlegkeile, Anzahl und Unterbringung haben wir auch in den anderen Karten mal gehabt. Wenn ihr das nicht wisst, müsst ihr mal die anderen Karten durchschauen. Bedienung der Heizung und Lüftungsanlage. Das müsste doch auch bekannt sein. Zum Beispiel bei dem ist das ja alles elektrisch. Da oben, wie gesagt, alles an eurem Fahrzeug, was ihr, womit ihr schult, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Aber wir gucken auch nochmal in unserem Büchlein nach als letzte Frage. So sieht das alles aus. Wie gesagt, hier bei dem Citaro ist das alles oben elektrisch, aber ansonsten hier für Windschutzscheibe, die Temperatur, oben, unten, Klimaanlage, erste Stufe, zweite Stufe. Bei jedem Auto, also bei jedem Fahrzeug sieht das natürlich dann anders aus. Hier zum Beispiel, das wäre jetzt hier Webasto Heizung, dass man eben weiß, wo alles sitzt und wie es handzuhaben ist. So Leute, jetzt sind wir am Ende gekommen von unseren ganzen Abfahrtskontrollkarten. Alles hier aus diesem Buch hier habe ich das versucht, euch mal so ein bisschen beizubringen, ist übertrieben, rüberzubringen. Hört sich besser an. Bin ja auch kein echter Fahrlehrer. Das, was ich alles gelernt habe und mit dem Hilfe von diesem Büchlein hier, habe ich mal versucht, alle 10 Karten euch näher rüberzubringen, damit diejenigen, die noch vor der Prüfung stehen oder die am Überlegen sind, Busfahrer zu werden, damit die mal so einen ersten Einblick haben, was auf sie zukommt, ob sie sich das eben halt zutrauen, Berufskraftfahrer zu werden. Das hat mir Spaß gemacht, euch das rüberzubringen. Ich starte demnächst noch eine andere Serie, und zwar die ganzen Module. Die schon Führerschein haben, die wissen, was das mit den Modulen auf sich hat. Die werde ich dann eben halt informieren, was es damit auf sich hat. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wie immer, das Abonnieren nicht vergessen, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig, damit noch mehr Zuschauer, noch mehr Leute unsere Videos anschauen, weil es ist ja für die Allgemeinheit. So, jetzt wieder genug geredet. In diesem Sinne, bis dann, euer Mehmet OE.